Ja, herzlich willkommen zur Dokumentation zum Thema Waldsterben, zum Thema Baumsterben und jetzt insbesondere zu einer Dokumentation zum Thema Fichtensterben, das Absterben der Fichten eigentlich in ganz Europa. Und es ist insofern wesentlich, als die Bauern hier in Kärnten, wir sind ja in der Nähe von Villach, dass die Bauern in Kärnten eine Riesenfreude haben an den Fichten, weil es nämlich der wichtigste Baum ist für die Bauern und auch für die Waldbesitzer. Und sogar für viele Bauern sind die Fichten die Rettung, wenn sie mal mehr Geld brauchen, um ein Haus zu kaufen oder ein Dach zu decken, dann schlagen sie sich einen Teil Fichten und finanzieren daraus wieder eine größere Investition. Ich möchte im nächsten Schritt einfach erklären, warum sind besonders die Fichten so gefährdet. Und wir werden das auch später dokumentieren, dass das tatsächlich der Fall ist. Das liegt daran, dass die Fichten vom Aufbau her aussehen wie eine Antenne. Ich habe hier ein Hochfrequenzmessgerät und Sie sehen hier, dass so ein Hochfrequenzmessgerät aus einem Mittelteil besteht, wo der Strom abgeleitet wird. Und Sie sehen dann, entsprechend den Wellen hat diese Antenne hier kurze Seitenstäbe, mittlere Seitenstäbe und längere Seitenstäbe. Das ergibt sich aufgrund von den Gesetzen der Physik, dass die langen Wellen haben eine größere Wellenlänge. Sie müssen sich vorstellen, dass Licht und so weiter alles mit Wellen funktioniert und mit Strahlen. Und die kürzeren Wellen haben eine höhere Frequenz. Und eine solche Antenne, die also kurze Stäbe hat und lange Stäbe hat und mittlere Stäbe, die übernimmt dann die hohen Frequenzen, die mittleren Frequenzen und auch die tiefen Frequenzen. Optimal leitet das über den Stamm und über diese Leitung nach unten und im Messgerät selbst wird das dann gemessen. Ja? So ein Messgerät ist gar nicht teuer, man kriegt so vielleicht 200 € beim Fachhandel für elektrische Geräte. Ich habe es jetzt auch eingeschaltet und Sie hören dann plötzlich dieses brutale Krachen, das hier in der Nähe eines Handysenders steht. Ja? Was natürlich alle Bauern wissen und alle Bauern sehen, in der Nähe der Handysender sterben alle Bäume ab. Als erstes sterben die Fichten und dann sterben auch die Laubbäume ab. Und das kann man hier auch eindeutig sehen. Sie sehen, die Werte sind hier total überhöht. Es variiert zwischen 80, 90 und 170 Mikrowatt je Quadratmeter. Und das ist also bei Weitem überhöht. Die Mediziner sagen, die Grenzwerte müssen unter 1 Mikrowatt je Quadratmeter absinken. Ich schalte jetzt das Gerät wieder ab, dann wird natürlich der Ton etwas besser. Und möchte jetzt überleiten auf die Fichten da im Hintergrund. Und Sie sehen da eine ganz eigentümliche Fichte. Sie hat ein bisschen anderes Grün, als die Fichten haben. Und mitten in der Fichte sehen Sie da oben eine Antenne, eine sogenannte Sektorantenne. Die strahlt da rein Richtung Villach. Und das Witzige ist, die Mobilfunkbetreiber sind draufgekommen, wenn sie die Antennen in künstlichen Fichten verstecken, dann gibt es weniger Aufruhr bei der Bevölkerung, weil die Leute wissen, wenn in der Nähe des Hauses ein Sender aufgestellt wird, dann sterben zuerst die Fichten ab, dann die Laubbäume und dann sterben die Kinder und dann sterben die alten Leute. Am längsten halten es die Menschen aus, so zwischen 20 und 40 Jahren. Weil da kann der Körper diese Krebszellen, die durch den Mobilfunk entstehen, viel besser abbauen als vorher, wo es dann Kinderkrebs gibt und dann ab 40, wo diese Reparaturmechanismen für Krebs nicht mehr so gut funktionieren. Und das ist durchaus eine bekannte Tatsache, dass dann die Leute im Alter auch an Krebs erkranken. Krebs war früher eine sehr seltene Krankheit, etwa 5%, und hat in den letzten 20 Jahren gewaltig zugenommen. Früher waren es 80-, 90-Jährige, die daran erkrankt sind und jetzt haben wir die Krebserkrankung mit 40, 50, 55 Jahren, nimmt das so gewaltig zu und die Mediziner sagen, also es ist nur erklärbar über den Mikrowellenbeschuss aus solchen Mikrowellensendern, was die Mobilfunkantennen sind. Natürlich sehr gefährlich ist auch dieses blöde Handy, dieses blöde Abhörgerät, wo man jeden abhören kann. Das Snowden hat das jetzt vor kurzem genau berichtet, dass wir schon seit 30 Jahren abgehört werden. Es ist einfach eine Schweinerei und kriminell und muss verboten werden. dass jeder Dummkopf mit seinem Abhörgerät, mit seiner blöden Wanze herumläuft und er schädigt sich selber, er schädigt seine Freunde, die neben ihm stehen und er schädigt die Verwandten und die anderen armen Leute, die noch damit am Tisch sitzen. Heute reden wir nicht über das Massensterben durch Krebs, wir reden auch nicht über Burnout, der durch den Mobilfunk entstanden ist, wo so viele Leute schon wieder Tabletten fressen müssen, damit sie schlafen können und nicht am Burnout erkranken und nicht zusammenbrechen. Wir reden heute über das Sterben von Fichten in der Nähe von Handysendern. Und ich sage das deshalb, wenn die Fichten in der Nähe von der Handysender sterben, dann ist der Mobilfunk der Verursacher des Waldsterbens, ist der Mobilfunk der Verursacher des Baumsterbens, ist der Mobilfunk der Verursacher des Fichtensterbens. Und der Verursacher muss zur Verantwortung gezogen werden. Und die Bauern müssen sich zusammenschließen und diese typischen Schäden an den Fichten in der Nähe von den Handysendern, der Umkreis geht bis 500, 600 Meter, den Mobilfunk dafür verantwortlich machen und sich die Schäden von diesen Firmen ersetzen lassen. Natürlich werden haftbar gemacht werden auch jene Leute, die diese kriminellen Apparate genehmigt haben und dafür auch noch Geld kassiert haben und die Frequenzen verkauft haben. So, schauen wir uns noch einmal diesen Baum an. Sie sehen, der eine ist ein künstlicher Baum, er sieht eigentlich gar nicht aus wie eine Fichte. Und jeder kann erkennen, dass da fürchterlich gemogelt wird, um die Menschen nicht zu verschrecken, damit sie keine Angst haben, dass sie an Mobilfunk durch Mikrowellen aus solchen Handysendern entstehen. Wir sehen hier gleich vor dieser Kunstfichte eine Fichte, die noch lebt. Der Wipfel ist ein bisschen entartet, die Forstleute können das sehen. Und gleich daneben sehen Sie die nächste Fichte, sie ist abgestorben. Sie hat sämtliche Nadeln verloren, der Käfer ist draufgegangen. Es gibt da zwei Arten von Käfer, die eine überfallen den Wipfel, der stirbt dann von oben nach unten. Der andere Käfer, der bringt die Fichte von innen nach außen zum Absterben. Aber hier in der Nähe, es braucht es nicht zu überraschen, dass hier in der Nähe dieser Antenne natürlich auch diese Fichte absterben muss. Und wenn Sie sehen, haben wir auch noch einen Laubbaum davor. Das ist über diesem Auto, über dem ersten Auto sehen Sie einen Laubbaum. Der hat sämtliche Blätter verloren oder fast sämtliche Blätter verloren. Und das ist das typische Kennzeichen am Baumsterben, an den Laubbäumen. Die Blätter sterben ab, sie verbrennen. Es ist die thermische Auswirkung. Es ist die Wirkung dieser Mikrowellen direkt auf diese Blätter und sie werden verbrannt, sie kringeln sich ein, sie verfärben sich braun, sterben ab und fallen dann vom Baum. Und was dann übrig bleibt, ist ein Laubbaum, der keine Blätter mehr hat. Und es ist offensichtlich, dass dieser Sender, der Verursacher dieses Blätterabfalls ist. Und in den nächsten Jahren wird auch dieser Laubbaum absterben. Denn wenn das Laub nur mal einen Monat drauf sein darf und dann abfällt, weil es durch Mikrowellen verbrannt wird, ist natürlich der Handysender der Verursacher dieser Baumschäden. Wichtig zur Funktionsweise eines Senders, und das sollten die Leute alle wissen, ein Sender strahlt sogenannte Nebenkeulen aus. Ich erkläre das jetzt wieder anhand dieses Senders. In kurzer Entfernung, etwa vielleicht 50 Meter oder bis zu 100 Meter, kommen Keulen hinunter. Das ist wie so irgendwie eine Keule ausschaut, wie so ein gebündelter Strahl, schießt aus diesem Sender so eine Seitenkeule schräg nach unten, trifft in einer Entfernung von 50 Meter auf den Boden und diese Bäume, die dann genau in dieser Keule drin sind, die sterben dann sehr schnell ab. Das geht innerhalb von einem Jahr, sterben diese Fichten ab, sterben diese Laubbäume ab. Wir sehen hier, diese Nebenkeule strahlt hier runter und die Hauptkeule, das sehen Sie auch an dieser Richtung dieser Antenne, die strahlt natürlich hinein auf die Stadt Villach, weil dort gibt es die meisten Handysender, und auch die meisten Handybenutzer und die Gespräche werden alle über diese Antenne gesteuert. Vom Handy strahlt diese Mikrowellen bis zum Sender und der Sender blast dann die Mikrowellen auf den ganzen Bezirk zurück. Also nicht nur auf das einzelne Handy irgendwo im Haus, sondern jedes Gespräch und die Mikrowellen von jedem Gespräch landen da im Umkreis von 500 Meter auf jeden Menschen, der sich im Umfeld da befindet, der von dieser Antenne bestrahlt wird. Und das hat sich auch bewiesen. Im Umkreis von 400 Meter von den Handysendern gibt es doppelt so viel Krebskranke, zum Teil 3-mal so viel Krebskranke, und vor allem bei den Kindern ist die Krebsrate so stark angestiegen, wurde bewiesen auch in der Naila-Studie. Warum 500 Meter? Die Hauptkeule, die geht hinaus etwa im Bereich von 500 Meter und kracht dann irgendwo in einer Entfernung von 500 Metern auf die Siedlung. Und wir werden das später sehen an den Autobahnen. Dort, wo die Hauptkeule hineinkracht, entlang der Autobahn, dort haben wir dann diese ganzen Krebsnester, wo dann der ganze Wald abstirbt. Also wir haben dann nicht nur einen einzelnen Baum, der an einem Käfer erkrankt, weil er geschwächt wird, und der Mechanismus einfach, die Mikrowellen schwächen den Baum, dann geht der Käfer drauf und dann stirbt der Baum ab. Dasselbe sehen wir in Klagenfurt. Der Käfer, die Kastanien werden dort nicht vom Käfer befallen. Es gibt dort eine Motte, die Miniermotte, die überfällt dann die geschwächten Kastanien und die Blätter verfärben sich braun, und dann verlieren die Kastanien schon im Juli die Blätter, anstatt dass sie erst im Oktober, November so schön langsam ihre Farbe verändern und dann im November die Blätter abfallen. Natürlich schwächt das die Kastanien. Und die Stadtverwaltung muss dann diese ganzen Schäden ersetzen. Die Stadtverwaltung hat auch das Problem, dass sie jetzt schon anfangen, diese Schäden bei den Mobilfunkfirmen einzuklagen, dass sie das dokumentieren. Stark bestrahlte Kastanien sterben ab. Kastanien, die durch Häuser geschützt werden vor dem Strahlenbeschuss, haben keine Schäden. Es ist offensichtlich, der Mobilfunk verursacht die Schäden. Wir machen jetzt als nächstes dann eine kurze Fahrt auf ein Stück Autobahn, und Sie werden sehen, dass entlang der Autobahn jetzt vor allem die Fichten abgestorben sind. Das ist vom letzten Jahr. Die anderen sterben langsamer ab, die Kiefern sterben später ab, die Laubbäume sterben später ab. Und ich werde dann auch in einem anderen Film noch zeigen, wie die typischen Schäden in der Nähe von Handysendern sind an den Laubbäumen, womit einfach zu bewiesen und auch offensichtlich bewiesen ist, jeder, der logisch denken kann, jeder, der logisches Denkvermögen hat, in der Nähe der Mobilfunksender sterben die Bäume am meisten ab. Also ist der Mobilfunk der Verursacher der Schäden. Es ist nicht die Klimaerwärmung, es ist nicht der saure Regen, es ist nicht der Verkehr, weil aus dem Auto kommt Kohlenstoff raus, und jeder ein bisschen von Chemie versteht, weiß, die Bäume binden den Kohlenstoff, und wir können diese Bäume dann auch wieder verheizen und den Kohlenstoff nutzbar machen in Form von Hitze. So, als nächstes werden Sie die typischen Fichtenschäden, das Fichtensterben entlang der Mobilfunkstrecken auf der Autobahn sehen. Wir sind hier direkt neben dem Handymasten. Wir haben natürlich von außen gesehen, dass das nur eine Tarnung ist. Und wenn wir uns so einen Masten anschauen, so können wir feststellen, dass die Hersteller da versucht haben, auch diese Säule so aussehen zu lassen wie ein Baum mit Rinde. Natürlich kann man offensichtlich erkennen, dass das keine normale Fichte ist, sondern wenn man weiter hinaus schaut, es ist eine komplette Fälschung, es ist eine Irreführung der Bevölkerung. Es soll jetzt offensichtlich die gesamte Bevölkerung über den wahren Sachverhalt getäuscht werden, damit sie sich nicht aufregen, wenn sie mit Mikrowellen verstrahlt werden und dann an Krebs und Burnout erkranken oder auch an Tinnitus leiden. Ich möchte das auch kurz erklären, woher der Tinnitus kommt. Wenn ich hier das Gerät einschalte, dann hören Sie ein Kreischen, ja, ein Pfeifen, ein Rauschen. Und das ist auch genau das, was die Menschen empfinden, wenn irgendwo stark telefoniert wird, hört man so ein Kreischen wieder. Und wenn das Gespräch beendet wird oder das WLAN ausgeschaltet wird, dann hört das Pfeifen im Schädel wieder auf oder hört das Kreischen im Schädel wieder auf. Und das ist also ganz offensichtlich, der Tinnitus, den gibt es erst so lange, wie es die Handysender gibt. Ich möchte jetzt auf eine weitere Besonderheit der Handymasten hinweisen. Diese Sektorantenne strahlt in diese Richtung hinein, Richtung Villach. Und eine Seitenkeule, die kracht darunter in einer Entfernung von ca. 50 Metern und verursacht, dass diese Bäume alle hier in der Nähe absterben. Also hier unmittelbar in der Nähe von diesem Sender ist vor allem dieser Bereich stark geschädigt, denn hier kracht diese Seitenkeule herunter Und die Leute sollten auch wissen, dass in der Nähe von ca. 50 Metern eine extreme Belastung ist an Mikrowellen, wenn sie in einer dieser Seitenkeulen wohnen oder leben. Und dort purzeln auch die Krebsleichen aus den Häusern und aus den Hochhäusern heraus. Ja. Man kann sehen, dass dann etwa 20 Meter daneben die Fichten keine Schäden aufweisen, die Kiefern keine Schäden aufweisen, denn hier ist keine Seitenkeule aktiv. Und das erklärt, warum es eben so stellenweise zu starkem Baumsterben in der Nähe der Handysender kommt. Das erklärt sich über diese sogenannten Seitenkeulen. Ja? Die Hauptkeulen treffen erst in einer Entfernung von 500 Metern am Boden auf und dort kommt es zu einem sehr starken Baumsterben, weil sich nämlich die Hauptkeule über einen größeren Bereich erstreckt. Zuerst sind es ein paar Bäume und dann geht das Baumsterben weiter, bis dann der Wald dort in der Nähe der Hauptkeule, dort wo die auftrifft, abstirbt. In Bezug auf den Masten fällt mir noch eine Besonderheit der Kärntner ein, auch der Tiroler, wo das Mastenspringen eine durchaus bekannte Tradition hat. Und ich bitte also die Kärntner und die Tiroler und auch vor allem auch die Schweizer, das sind mutige Leute, ja. Sprengt mir ja nicht diese Masten. Und beim Vortrag hat mir einer gesagt, man könnte auch diesen Elektronikteil da beseitigen, indem man einfach einen Molotow-Cocktail reinschmeißt, bis der ganze Kübel, dieser höllische, da explodiert. Und dann sind die Leute dann endlich diese Mikrowellen und das Baumsterben und die Krebskrüppel und die Krebsleichen los. Also ich bitte Leute, tut's mal nicht diese Masten sprengen und werft mal keine Molotow-Cocktail in diese Elektronikapparate. Ah ja, ein Molotow-Cocktail, es ist kein Cocktail, ist bekannt noch. Früher, wie hat man einen Panzer ausgehoben, weil die Panzer, die sind so gut geschützt wie dieser Apparat. Sie sehen da unten, jeder Panzer hat eine Lüftungsanlage und es war damals ganz einfach. Man macht eine Mischung aus Diesel und Benzin in eine Flasche und dann stopft man Fetzen rein, lässt es ein bisschen raustropfen und zündet das an, schmeißt das in die Lüftungsanlage und dann explodiert der ganze Kübel. Bitte macht es nicht, es ist gefährlich. Wir nutzen unsere Gesetze, um diesen kriminellen Technologie zu verbieten. Wir nutzen unsere Gesetze, um diese kriminellen Apparate zu verbieten. Und das wird auch die Zukunft sein. Und mit Hilfe unserer Gesetze werden wir das Baumsterben dann auch beenden. Das Baumsterben und das Waldsterben, das durch die Mobilfunkbetreiber verursacht wird und die Hersteller der Mikrowellenapparaturen, die da drinnen versteckt sind. Und natürlich auch jene Leute, die das genehmigt haben. So, im nächsten Bereich möchte ich den Bauern einfach kurz erklären, wie schauen die typischen Schädigungen an den Fichten aus und an welchen typischen Phänomenen kann man die Mobilfunkschädigungen erkennen. Natürlich wissen die Bauern, es gibt einen Käfer und natürlich wissen die Bauern, dass es einen Schneebruch gibt und dass die Äste dann absterben, wenn sie vom Schnee abgebrochen werden. Aber jetzt möchte ich einfach die typischen Schädigungen an den Fichten erklären, die in der Nähe von den Handysendern auftreten, Unternehmen dann eindeutig erkennen kann, der Mobilfunk ist der Verursacher des Waldsterbens, der Verursacher des Baumsterbens und der Verursacher insbesondere des Fichtensterbens, was für die Bauern in Kärnten, in Salzburg, Österreich und in Europa natürlich in Zukunft von großer Bedeutung sein wird. Schauen wir uns jetzt einmal diesen Handysender hier an. Dieser Handysender strahlt in der Hauptsache die Mikrowellen in Richtung auf Villach. Das heißt, die Bäume in diese Richtung werden die meiste Strahlung abbekommen. Sie sehen hier vom künstlichen Handysender mit dem Mobilfunkmasten gleich rechts daneben eine Fichte, bei der man noch sehen kann, dass sie einen Wipfeltrieb ausgetrieben hat. Das ist ein einzelner Trieb, gerade nach oben. Und das ist der Wipfeltrieb, wo wir früher so eine schöne Kugel draufgesetzt haben am Christbaum und uns darüber gefreut haben. Rechts daneben schon, wie beschrieben, die abgestorbene Fichte, die sämtliche Nadeln verloren hat. Man sieht mal den braunen abgestorbenen Stamm und ein totes Gerippe bleibt von dieser Fichte übrig, weil hier eben eine Seitenstrahl nach unten fährt. Wenn wir jetzt ein Stückchen weiter schauen zu dieser Fichte, die ist an sich schön groß gewachsen. Man kann sehen, dass die viele Jahre schön wachsen konnte. Und dann sieht man im Mittelbereich, dass die Zweige gerade nach unten hängen. Das ist das sogenannte Lametta-Syndrom. die Zweige hängen am Ast senkrecht nach unten, weil die Fichte muss den gesamten Elektrosmog übernehmen, die kurzen Frequenzen oben, die längeren Frequenzen weiter unten, den gesamten Strom nach unten ableiten. Das erzeugt eine Kraftwirkung nach unten, das zieht die Zweige nach unten, das verursacht das sogenannte Lametta-Syndrom, das erst in den 80er, 90er Jahren entstanden ist, dort überall verbreitet worden ist. Jeder hat sich gewundert. Natürlich haben die Bauern gewusst, das Lametta-Syndrom entsteht durch den Mobilfunk. Wir sehen eine weitere Schädigung, es ist im oberen Drittel, da sehen wir ein Loch auf der linken Seite, also im oberen Drittel ein Loch auf der linken Seite. Es braucht es nicht verwundern, dass aus der Seite des Senders die Äste absterben und die erzeugen dann ein Loch in der Fichte. Wenn wir uns den Wipfelbereich anschauen, dann sehen wir das plötzlich wieder ganz dicht. Der sieht aus wie ein Busch, sogenannte Buschwipfelsyndrom. Wenn nämlich die Äste selbst absterben, die weit nach seitlich ausladen, wachsen nur mehr jene Äste, die seitlich nach oben stehen. Ich möchte das jetzt auch kurz anhand meiner Antenne erklären. Wenn wir uns diese Antenne anschauen und das vergleichen mit der Fichte, die Äste wachsen gerade nach außen, sie übernehmen die Mikrowellen und da fließt viel mehr Strom und deshalb sterben sie auch ab. Deshalb hat die Fichte gelernt, oder sie macht es aus Zwang, das kann ich nicht so weit feststellen, die kurzen Äste, die schräg nach oben wachsen, man sieht es dann im gesamten Wipfelbereich, es wachsen kurze Äste schräg nach oben. Diese Äste, die sterben nicht ab und die können wachsen und das verursacht, dass man im Wipfelbereich einen starken Wuchs haben, sodass der Wipfel eben aussieht wie ein Busch. Wenn wir kurz stehen bleiben und wir sehen uns noch einmal diese Fichte dort an, so sehen wir oberhalb, also mit Hilfe dieser Erklärung, diesen Buschwipfel. Die seitlichen Äste sterben ab und Sie können an dieser Fichte dann ganz genau sehen, sie hat keinen Wipfeltrieb mehr. Und die sich ein bisschen mit Bäumen auskennen, die können noch feststellen, dass vielleicht vor 7 oder 8 Jahren die Seitentriebe noch ausgebildet wurden. Aber seit 7, 8 Jahren wächst diese Fichte nicht mehr in die Höhe. Das heißt, den Bauern fehlen 8 Jahre Wachstum. Wenn man berechnet, dass die Fichte pro Jahr etwa 80 cm weiter wächst, so fehlen dieser Fichte ca. 8 Jahre mal 8 cm. Das sind 8 mal 8 ist 64, also gut 6 Meter Länge fehlen den Bauern. Und das wirkt sich natürlich im Preis aus und diese Schäden müssen von den Mobilfunkfirmen bezahlt werden. Wenn wir uns jetzt diese Fichte hier anschauen, so können wir genau dasselbe feststellen, dass sie Löcher hat. Dort sind keine seitlichen Äste mehr gewachsen. Wir haben einen Buschwipfel und der Wipfeltrieb fehlt. Oder stehen 3, 4 so komische Äste schräg nach oben. Es können nur mehr die schrägen Äste weiter wachsen und die gerade nach oben stehen oder horizontal seitlich hinaus wachsen, die sterben ab. Dies aufgrund der Wirkung der Antenne. Nur wegen dieser Antennenwirkung müssen jetzt die Fichten als erstes absterben. Wenn wir ein paar Schritte weitergehen, dann können wir uns die nächste Fichte anschauen. Sie ist da etwas rechts von diesem Laubbaum. Wir haben hier genau dasselbe. Die normalen Äste sind überwiegend abgestorben. Nahe am Stamm sehr viel Bewuchs, kleine Seitenäste und der Wipfel ist vollständig verkümmert. Wenn wir den nächsten Baum nehmen, so können wir dort sehen, dass man an dieser Fichte komplett durchschauen kann. Das ist auch das Typische, die Fichte hat etwa 80% der Nadeln verloren. Typische Mobilfunkschäden, unten der Lametta-Schaden, oben kann man nicht durchschauen, seitliche Äste nach oben, Buschwipfelsyndrom und oben der tote Wipfel, der Wipfel fehlt. Gehen wir ein Stückchen weiter. Und wenn wir uns jetzt als Abschluss dieser Runde diese Fichte anschauen, sehen wir wieder dasselbe. Lametta-Syndrom und oben der Wipfel ist bereits vollständig abgestorben. Dies zeigt einfach, dass die Strahlung vom Handysender in diese Richtung viel zu stark ist. Es kann sein, dass da eine Seitenkeule reinfährt. Die Hauptkeule, die fährt eher da Richtung Villach rein und die Seitenkeule hat der Wipfel bereits zum Absterben gebracht. Und wenn Sie vielleicht daneben noch schauen, und das als Abschluss, da ist ein kleinerer Baum, dort ist auch der Wipfel abgestorben. So, und da sind noch ein paar Zapfen oben, auch typisch. Man kann nur mal die abgestorbenen Zapfen und das Gerippe des Baumes sehen. Jeder kann hier erkennen, dass dieser Baum sehr wohl Licht hat, Sonne hat. Er wäre unter normalen Umständen sehr gesund, sehr stark. Man kann nicht hindurchsehen, aber durch diese Lichtfunkstrahlen, durch diese Mikrowellen, durch diese gefährlichen Mikrowellen aus dem Mikrowellensender gibt es diese starken Schäden an den Fichten. Und wir werden dann später auch entlang der Autobahn das Fichtensterben noch weiter beobachten.